Das wäre auch. Ich baue gleich einen Mülleimer. Hast du dir auch einen 2DS geholt? Ich hatte den tatsächlich damals gehabt. Da ist ein, ist das Ding von kaputt gegangen. Und da kümmert sich das einer aus meiner Klasse drum. Der kennt sich damit aus und der repariert mir den. Ja, warum hast du dir einen 2DS geholt? Ja, weil ich den 3D-Effekt eh nicht benutze. Ja, aber, also du hattest dir, warte mal, hattest du vorher schon 3DS gehabt oder hast du die ersten 2DS geholt? Nee, ich hatte erst einen 3DS gehabt. Ja, aber warum holst du dir denn noch einen 2DS? Das verstehe ich nicht. Es ist so, als wenn ich, keine Ahnung, wenn ich eine Switch habe, mir noch eine Wii U hole. Okay, ja. Jetzt nicht so ein gutes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Die Wii U kannst du hacken, die Switch nicht. Ey, doch, die Switch kannst du auch hacken. Nee, ich hatte mir tatsächlich geholt, weil ich den 3D-Effekt eh nicht benutzt habe. Und, hast du bezahlt? Ja. Ich habe dafür 90 Euro bezahlt. Okay, das geht ja noch. Aber das Problem bei mir ist, ich kann damit auch gar nicht umgehen, weil das ja so komplett anders aufgebaut ist als so ein 3DS. Ich finde das eigentlich echt schön, so wie der ist. Wenn ihr euch fragt, warum ich so viel trinke, erstens wegen meinem Hals. Ich habe keinen Bock, morgen wieder heiser zu werden. Zweitens, weil ich bis vor. Wie spät haben wir es eigentlich? Na gut, schon ein bisschen her, bis vor 3 Stunden oder sowas. Also, wir nehmen jetzt schon Stunde 20 auf, ja. 3 Stunden war ich noch unterwegs, Fußball. Und weil ich Durst habe, weil ich gerade noch gegessen habe. Deswegen, verzeiht mir mein Trinken, aber es ist mir eigentlich egal, was ihr dazu sagt. Lol. Also, wegen Halsheiser, dagegen gibt es ja ein ganz einfaches Mittel. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ja, also der andere muss natürlich gleich so eklig sein und die, naja. Ich weiß auch nicht, was ich mit dem Typen dabei gedacht habe, hier was zu starten. Das warst du sehr gut mit den Verwandten da. Alles. Hä? Ich züchte gerade deine Familie. Alles Inzucht hier. Ich fühle mich echt beobachtet, wenn ich oben gucke und dir einfach nur zuschaue. Ach, krieg das eigentlich gar nicht mit. Bin hier mein Ding am machen. Ja. Oh. Oh, ich hab Schaf getroffen. Ja. Ist ein Schaf gestorben? Nee, ich hab eins getroffen. Mit dem Pfeil. Vermehret euch. Super. Und nein, ich hab nix, ne, also. Alles, was hier alles irgendwelche dummen Sprüche ist, natürlich alles Spaß, ne? Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Inzestzucht mit Saarland mache, dann ist das natürlich nur Spaß. Nö. Außer alles, was gegen andere geht, das ist natürlich nicht Spaß. Ich sehe immer noch das Ding, dass wir uns eigentlich hassen. Ja, wir hassen es auch eigentlich. Eine Hassliebe zwischen uns. So, vermehrt euch mal. Nehmen hier mehr Hühner. Gib mir mal dein Ei. Ich hab kein linkes Ei. Nicht mehr, denn er hat kein linkes Ei. Er hat kein linkes Ei. Ja, ich bringe eins mit. Ehre. Bist du der Eiermann? Der Eiermann bringt die Eier ran. Ich kann alles sein, was du willst. Wait. Du tust alles für Geld, sagst du? Das habe ich nicht gesagt. Ich sag nur, dass ich alles sein kann, was du willst. Schwierig jetzt. Wo bist du denn hier, dein Ei? Ah, oh, direkt zerplatzt. Da ist ein Pfeil. Ich habe keine Pfeile. Also, Wollte ich gerade den Bogen benutzen und dann so, hey, wieso geht das nicht? Ja, keine Pfeile. Habe ich gehackt den Bogen? Warum habe ich meine Pfeile abgelegt? Was hast du mir dabei gedacht? Schieß doch. Oh, danke schön für den Fall. Hm.
Wollen wir dann die Kisten nach hier oben packen? In die obere Etage? Oder Wie bitte? ob wir die Kisten dann hier oben in die obere Etage packen wollen, oder? Ja, wieso nicht? Aber da unten unseren Schlafbereich und so. Du stehst draußen. Ja. Im Regen. Ja. Ja. Machst eben kurz Sam vs. Wyatt alleine. Ja, nee, ich muss halt hier draußen sein, damit man meine Tränen sieht, weil ich weine wegen deinem Mobbing hier. Was? Mobb ich doch gar Das nicht. Bin ganz nett würde zu jemand, der dir. mobbt, auch sagen. Bin ganz nett zu dir. Frag mal deine Das würde auch Freundin. jemand sagen, der. Ach, die. In der Hinsicht kann ich dir das gar nicht fragen, das steht eh auf deiner Seite. Ja, richtig so. Wir müssen uns ja auch verbünden gegen dich. Ja. Irgendwann habe ich auch jemanden, der sich mit mir gegen dich verbündet. Da gibt es einige potenzielle. Ich habe mich, glaube ich, keine Freunde gemacht. Besser ist das. Ich weiß auch schon, wie ich diesen Part hier nennen werde. Dacharbeit. Freuen uns. Dacharbeit. Und die Felder wachsen schön. Ja, bei Regen ist es immer gut. Ja, die Tiere brauchen kein Dach, die können ruhig im Regen stehen bleiben. Juckt mich nicht. Außerdem ist es bei mir auch noch warm. Das kommt noch hinzu, wegen Trinken. Aber ich bin ausgerutscht oben gerade. Passiert. Passiert dem Besten. Frag mich du, wie das jetzt passieren konnte. Ja, wegen dem Regen. Da rutsche ich. Ach ja, stimmt, ist ja immer schon rutschig. Musst aufpassen, dass du nicht in ein falsches Loch reinrutschst. Junge, Junge, Eigentlich wollte ich mir Junge. verkneifen, Ja, ich aber. hab's schon so ein. Also. Rutsch in deine Also DMs eigentlich rein, wollte ich mir ey. verkneifen. Hä? Rutsch in deine DMs rein, Junge. Das sehe ich gerne. Sieh ich mich so auf der Kamera aus hier. Dafür bezahle ich auch schon jeden Monat 20 Eben. Euro. Ich sitze hier noch in Strickjacke, ist aber voll warm, ey. Also ich bin ja auch von Natur aus schon heiß, aber. Joachim und Fukano. Ja. Hast du irgendwas gegen die beiden? Stinken Nö. die? Ja. Immer gut. Jockler stinkt. Der hat hier hingekackt und macht sich weg. Das war's, du. Nö, ich hab gar nichts gemacht. Du hast denn gekackt? Gib's doch zu. Ich hab nur auf deine Bettseite gekackt, mehr nicht. Ah, zu wissen. Vor allen Dingen nur auf deine Bettseite. Was ist denn da hinten noch? Ist da Lava? Lover, lover. Ah, perfekt, Digga. Ah, okay, hier kommt Lava aus dem Berg raus. Wir freuen uns. Schau mal, was wird. Und ich Jetzt markiere mir jetzt mal, dass wir hier wohnen. Sonst finde ich das eh nie wieder, nie wieder. Kenn mich. ich auch. Bin ein orientierungsloses Stück Scheiße. Hab ich schon gesehen bei der Folge von heute, wo du die fucking Höhle nicht wieder gefunden hast. Wo die einfach nur geradeaus ist. So, welche Taste war jetzt mal U, ne? Nee. E. Doch. Nee. B. Random. Hä? Du bist so ein Random. Wieso? Du ein Random bist. NPC. Als Strafe musst du jetzt ein Sims 4 Stream machen.
Geh mir weg mit dem Sphere-Screen. Ja, fails. Alter, war das schlecht gerade. Das kann ich raus. Na, können wir wieder schlafen gehen. Ja. Das wird rausgecuttet. Nein, wird's nicht, wahrscheinlich. Junge, leg dich hin, Alter. Fucking Einrastfunktion. Ich hab dich doch ausgeschaltet. Karma. Ich hab dich doch ausgeschaltet. Was will die von mir? Ja, das ist mein Freund. Freund, ich ist der Regen weg, ne? Der ist noch nerviger gewesen als dein Gelaber, ey. Wenn ich privat das immer mache, mache ich den immer weg, weil er mich so nervt. Ja. Weil ich kann dich auch nicht wegmachen, wenn du nervst. Na, wenn du ab dem Server bist, bestimmt ein Befehl und weg bin ich. Nein, so bin ich nicht. Ich hätte einfach. Vielleicht so disconnected vom Server. Ich hab einfach Zugriff auf den ganzen PC irgendwann. Nee, nee, nee. So weit wird's nicht kommen. Tja. Können wieder Kinder machen. Können wieder sich erweitern. Ja, ich weiß halt auch gleich. Klon mich einfach. Du willst dich klonen? Ja. Eieiei. Ich will was Gutes für die Welt tun. Wie schlecht kann man bitte zu der Welt sein? Hinten ist doch was Kleines, das bleibt doch erstmal so. Ich meine, die Kühe braucht ja so oder so wegen Leder allein ja schon. Ja. Was machst du jetzt eigentlich als nächstes? Also bist du schon fertig mit der ganzen Farm? An sich erstmal ja. Muss ja natürlich auch noch immer regelmäßig füttern. Kommt mal her. Ja, wir haben schwarz, grau, weiß. Wir haben alles. An Wolle. Ja, an Wolle habe ich auch gedacht. Ich vergesse immer die Samen für Hühner. Du musst mal ran, die Hühner müssen wieder Eier legen. Ich sollte nicht an die Kiste gehen, wenn ich noch im Wasser hänge. Ich bin so ein schlechter Mensch, ey. Also, das, was er sich, denkt, wenn er seine Videos editiert. Wir reden immer noch, ja, das ist, ich hab echt Facepalm gehabt. Wir reden vor 5 Minuten noch über Sklaven und dann kommst du, ja, wir haben schwarz, weiß, grau. Und ich weiß nicht warum, ich musste instant an das Gespräch von ihm gerade denken, ey. Ja, scheiße, ey, ich bin so ein schlechter Mensch, ich krieg gleich so Karma oder sowas. Leute, das ist natürlich ein Spaß. Schwarzer Humor darf auch nicht fehlen. Ich hab gehört, in deinem Keller kommt auf Laute raus. Weiß nicht, was es zu bedeuten hat. Was kommt? Achso. Aus deinem Keller kommt auf Laute raus. Ich hab nicht mal einen Keller. Mit einem Dachboden. Ja, dann auch von einem Dachboden. Ja, da wohnst ja auch du. Damit du nicht auf der Straße lebst. Aber würde ich freuen, wenn ich bei dir wohnen würde. Um Gottes Willen, nein! Also hier oben ist es sehr dunkel. Wie ist denn hier runter da? Ja, du kannst Fackeln setzen. Stimmt, ich habe Fackeln. Wahrscheinlich aber weiter mal nicht bei Holz, aber egal. Ein bisschen Fackeln gesetzt. Einfach mal so random. Sehr gut. Schon gut gemacht. Also warum haben wir jetzt eigentlich Bambus geführt über das um das ganze Haus herum und so gebaut? Ja, das hast du. Was für ich? Ich hab damit halt gar nichts zu tun. Ja, du kannst es, wenn es, kannst es ja wieder abmachen, wir haben eh genug. Wenn es dich stört.
Der Baum hier muss weg, dann kann der Bambus hier nämlich noch weitergeführt werden. Was macht den armen Baum in Ruhe? Ah, ja, aber der Bambus muss da durch. Okay. Ich genehme dir das. Ich gehe die ganze Zeit ein. So, ich gehe mal zum anderen Ende und dann grabe ich mich mal da durch. Tu das. So, wo ist denn hier überhaupt der Anfang? Oder wo ist das Ende? Du bist das Ende, du bist das Letzte. Also ich bin ehrlich, wenn ich hierbei nicht alles einsammle am Baum, an Zuckerrohr, ist mir das eigentlich relativ egal. Wir haben so viel Zuckerrohr. Was mache ich? Ich laufe erstmal zurück und sammle das Zuckerrohr ein. Stark. Stark, André. Wer nicht gesagt habe, ja, das braucht man ja eigentlich gar nicht. Bisher konsequent. Natürlich. Ich halte mich an alles, was ich sage. Ich merke schon. Machst du sehr gut. Digga, ich hasse es, Dächer zu bauen in Minecraft, ne? Wieso? Weil du dich hier so konzentrieren musst. Wenn du einen Fehler machst, kannst du das ganze Dach abreißen. Warum muss ich noch? Einer geht noch. Einer geht noch rein. Ja. Ich könnte hier einen dummen Spruch bringen, aber ich lasse es. Hä? Ah? Sagt, ich könnte hier einen dummen Spruch bringen, aber ich lasse es, glaube ich, lieber. Naja. Hä? Okay. Was denn? Ich hab Dings einfach ins Wasser reingesetzt. Ein Zuckerrohr. Einfach eben ins Wasser reingesetzt. Bruh. Ja, ist doch geil. Ich auch gedacht. Wir freuen uns. Und schau mal, was wird. Was wird? So. Ich habe so einen kleinen Erdeaufzug. Habe ich auch richtig reingefailt, Alter. Richtig ins Klo geschissen habe ich da. Boah, ist dir auch so warm, Alter? Mir ist voll warm, ey. Na, bei mir geht es. Bei mir geht es heute tatsächlich. Ja, ich denke mal, das reicht an der Stelle. Also ich habe ein ganzes Stack hier jetzt noch hingesetzt. Zuckerrohr. Ja.
Und habe jetzt immer noch 4 Stück und noch 26.